Was ist denn Hulapalu? Was gehört denn da dazu? Macht man beim Hulapalu vielleicht die Augen zu? Kann man beim Hulapalu die Sternbau sehen? Sag mir, wie soll das gehen? Hodi, 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 eh. Hodi, 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 eh. Hodi, 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 eh. Hodi, 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 eh. Du hast du gesagt und puh, hab ich gedacht, was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du Hulapalu. Hulapalu, Hulapalu. Was ist denn Hulapalu? Sag mir, wo kommt es her? Wie schreibt man Hulapalu? Was ist es? Bitte sehr. Ich glaub nur Hulapalu ist nicht ganz jugendfrei. Du sagst nur, was ist schon dabei? Odi, 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 eh. Odi, 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 eh. Odi, 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 eh. Odi, 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 eh. Du hast du gesagt und puh, hab ich gedacht, was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du Hulapalu. Du hast du gesagt und puh, hab ich gedacht, was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du Hulapalu. Hori, 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 Hulapalu. Happy Hour, mitten in der Nacht. Sexy, alles tanzt, alles lacht. 40 Grad am Dancefloor. Hulapalu, sagst du in mein Ohr. Was ist denn Hulapalu? Was gehört denn da dazu? Macht man beim Hulapalu vielleicht die Augen zu? Kann man beim Hulapalu die Sternbau sehen? Sag mir, wie soll das gehen? Hori, 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 eh. Hori, hori. Einige sind liebe stolz darauf, solche Lehrlinge zu haben oder gehabt zu haben, wie man jetzt sagen muss. Jetzt seid ihr keine Lehrlinge mehr. Also habt ihr super gemacht. Freuen wir uns sehr. Das Zweite ist, wir sind ja vom Hotel Aviva, von Christian Grünbart, dem Chef dort, den ihr alle kennt, ja, du darfst es nicht. Nominiert worden. Nein, zu einer Pool-Party-Challenge. Oh, echt? Nein, ja, wir werden heute dann mal annehmen, diese Einladung zu der Challenge. Und dafür natürlich müssen wir auch Nominierungen aussprechen für weitere drei Betriebe. Den Daniel Miesbauer, unseren Installateur, der seit langer Zeit und seit langen Jahren bei uns ist. Also Daniel, sieh zu, dass du deine Leute Druck machst und dass sie ein bisschen Gas geben. Partymäßig und irgendwo reinspringen, Donau oder Pool, was weiß ich. Meine Frau nennt die zweite. Dann nominieren wir die Winkler Andrea mit der Freizeitanlage Schlögen, unsere Nachbarn. Viel Spaß dabei. Und als Schlitter, ja, genau, nominieren wir unseren Lieblingstischler, Adis Tischlerei, Adolf Baumgartner, voller Schlag, viel Spaß. Ihr müsst natürlich wissen, wenn ihr nicht, sag ich mal, innerhalb von 4 Wochen diese Party stattfinden lasst, müsst ihr bezahlen. Und zwar eine Wiesenparty, wo wir die Gäste sind. Und ihr seht, da sind viele Leute da, die haben alle viel Durst und viel Hunger, also gebt Gas. Eine weitere Sache ist, wir haben die ersten 4 Monate im neuen Geschäftsjahr hinter uns und das ziemlich gut hinter uns gebracht. Und
Ich will heute gar nicht groß ins Detail gehen. Da danken wir erstmal für. Auch, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Das finden wir sehr cool. Und wir haben uns jetzt was überlegt. Wir können das nach 4 Monaten schon sagen, dass das relativ erfolgreich dieses Jahr wird, glaube ich. Und deshalb werden wir euch nächstes Jahr Karneval, so nennt man das in Köln, und deshalb werden wir auch nach Köln fahren zum Betriebsausflug. Von der ganzen Charity, also von dieser Veranstaltung, ist ja, dass man eine Spende macht für einen wohltätigen Verein. Und wir hätten vorgeschlagen, dass meine Schwester ist ja krank, die hat eine zystische Fibrose und da gibt es einen Hilfsverein dafür, und dass wir für den spenden. Das werden wir dann gesondert machen, jeder was er mag, ob 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro, ganz egal. Können wir das heute oder morgen machen? Nein, das was ist denn Hulabalu? Sag mir, wo kommt es her? Wie schreibt man Hulabalu? Was ist es? Bitte sehr. Ich glaub nur Hulabalu ist nicht ganz jugendfrei. Du sagst nur, was ist schon dabei?